Hey, wir stehen kurz vor Ostern. Nächste Woche, für die, die es noch nicht wissen, ist das wirklich eine Good News heute Abend. Nächste Freitag und Montag haben die allermeisten von euch frei. Außer dich ist natürlich hart als Pastor, du schaffst schon Ostern eigentlich umso mehr. Nein, ich freue mich drauf, es wird super, wir haben Worship Night. Und es ist Ostern, eigentlich neben Weihnachten, das grösste Fest, ich würde sagen, ja, eigentlich sogar das grösste Fest der Christen, sicher eines der zwei grössten Fester. Ostern. Wir feiern, kann man wirklich sagen, obwohl das ein bisschen grotesk wirkt, der Black Friday der Christen, wo Jesus gestorben ist. Es ist, ja, es ist eine Trauer, aber es ist auch ein Fest, weil etwas geschehen ist, das eine Bedeutung hat für dich und mich und eigentlich jeden Mensch, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und dass er den Tod besiegt hat und somit Hoffnung gibt für jeden Mensch auf ein Leben nach dem Tod, auf in dem Leben, wo wir da schon sind, Veränderung, Hoffnung, Kraft, und wir dürfen mit Gott unterwegs sein. Und man könnte sich ja fragen, was ist eigentlich genau dort passiert? Warum ist Jesus das passiert? Warum haben sie ihn umgebracht? Und ich will die Message heute Abend und die Lebensgeschichte, die wir nachher noch hören, im zweiten Teil der Predigt, so ein bisschen unter einen Faden stellen, unter einen thematischen Faden, nämlich unter den Faden der Wahrheit. Ich behaupte, Jesus ist umgebracht worden, unter anderem darum, weil er behauptet hat, dass er die Wahrheit ist. Heute gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, Wahrheit, das gibt es ja überhaupt gar nicht. Ich meine, sowieso in der heutigen Zeit mit Fake News und Social Media, wer weiß da noch, was stimmt, oder? Kann jeder irgendetwas behaupten? So, nein, jeder hat auch seine Meinung, aber Wahrheit, das gibt es nicht mehr. Oder andere, die sagen vielleicht, weißt du, Wahrheit, meine Meinung, nur was ich sage, oder der Philosoph, die paar Punkte, oder der Star, das ist genau die Wahrheit. Du musst mal hören, was Jesus über sich gesagt hat, das ist mega spannend, das feiern wir eigentlich an Weihnachten, er ist in die Welt gekommen, er ist Mensch geworden, und das heisst, die Wahrheit ist Mensch geworden und es heisst, Jesus sagt über sich nachher, ich bin die Wahrheit. Nicht ich habe die Wahrheit oder ich sage euch auch einfach ein paar Tipps, was die Wahrheit ist, sondern die Wahrheit wird Mensch. Man kann sagen, er ist die Realität. Jesus ist das, was wirklich real ist, das, was wirklich die Welt trägt. Und mit Jesus meinen wir natürlich, dass Gott selber Mensch geworden ist, Gott selber zu uns kommt und uns zeigt, mich gibt es. Ich will Mensch werden. Ich will dir näher kommen. Ich will dir zeigen, wie mein Charakter ist. Ich bin die Wahrheit. Aber es ist noch krass, obwohl er den Anspruch hatte für sich, die Wahrheit zu sein und auch die Wahrheit zu sagen, auch sein Wort, die Bibel, sagt er, ist Wahrheit. Ist er doch abgelehnt worden? Man könnte so weit ganz sagen, Cancel Culture. Sie haben ihn nicht wollen, sie haben ihn weghaben. Und das, was sie wollten, in den Weg haben, ist passiert an einem auch der grössten Fest damals im Judentum. Und zwar war das das Passafest. Man kann das vielleicht vergleichen. Oder ja, vergleichen ein. Ich habe überlegt, was gibt es heute für Fester? Ich habe hier ein Bild mitgebracht von der Basler Fasnacht. Vor einigen Wochen ist eines der grössten Volksfeste in der Schweiz durchgegangen. Die Basler Fasnacht. Wer ist schon mal alles am Morgenstreich gewesen? Darf ich mal sehen? Ein paar wenige. Für Zürcher ist das nicht so mega speziell. Aber da kommen doch 20.000 bis 30.000 Leute zusammen. Das Zürich-Fest ist noch ein bisschen grösser, geben wir jetzt zu. Aber das ist auch nicht so häufig. Und ich habe mal in Basel gewohnt mit ihnen. Und das ist schon noch eindrücklich, wie da. Ich weiss, ich habe gedacht, jetzt muss ich auch gehen. Und ich bin morgen aufgestanden mit dem 5 Uhr und ich schaue runter, so aus meiner Wohnung und gehe raus und gehe dann auch raus. Und die Leute laufen so wie Aliens. Es ist wirklich morgen, du bist tot, müde. Ich weiss nicht mehr, früh, es war wirklich früh gewesen. Laufen alle so. Wie so an einem Pol her, weißt du, als würde sie so vom UFO so anziehen. Ruhig, kein Ton. Und dann steht man zusammen und begafft eigentlich den Morgenstreich. Und vor 2000 Jahren hat auch ein Fest stattgefunden, das noch crowdeder und grösser war als, als die Basler Fasnacht. Und zwar war das eben Passa, die die Juden gefeiert haben. Einmal im Jahr auch haben sie das Fest gefeiert und sind von überall her gekommen, rund um die Stadt Jerusalem. Sogar die Juden außerhalb von Israel sind gekommen, von den anderen Ländern, wo die Juden verstreut waren. Und sie sind dort an diesem Fest und bereiten sich eigentlich vor auf das Fest. Und in dem Moment, in dem Kontext, wo da Partystimmung ist, eigentlich auch Grande Fiesta, kommt Jesus zu dem Fest. Man könnte eigentlich sagen, die Hauptperson oder die wichtigste Person, die Wahrheit selber, die Mensch geworden ist, kommt, aber es ist sehr so widersprüchlich, wie sie ihn empfangen. Und wir wollen gerade mal zusammen lesen, was da geschieht.
wie sie ihn empfangen. Und der Moment, den wir jetzt lesen, das ist genau, eigentlich, wenn man so im Kirchenjahr sagen will, ist genau heute. Es war ein Sonntag gewesen, vor dem Karfreitag, wo der Palmsonntag ist, wo man heute feiert. Der Moment, wo Jesus eingezogen ist an das Fest von damals. Und die Wahrheit, und wir wollen mal schauen, wie mit dieser Wahrheit umgegangen worden ist, wie sie auf ihn reagiert haben und wie wir uns selber in dem hinein entdecken. Bist du ready? Hey, schauen wir mal, wie es Jesus ergangen ist. Johannes 12, da heisst, am nächsten Tag verbreitet sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu. Gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Auftrag Gottes kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselsfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Euer König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Es ist die Geschichte, wo Jesus an das Fest kommt, die Wahrheit, die kommt. Und es ist eigentlich sehr ambivalent, weil auf eine Art gibt es eine Party, sie rennen ihm entgegen und sagen, wow, VIP, wegen dir machen wir eigentlich das Fest so. Wie an einer Geburtstagsfeier, oder? Jetzt kommt die Hauptperson. Und auf der anderen Seite, eine Woche später, werden die allermeisten, die da mitgemacht haben, ihn umbringen und mitrufen, bringen ihn um, kreuzigen ihn. Und es gibt zumindest drei Reaktionen auf Jesus und wie wir auf ihn reagieren können. Und ich werde die mit dir anschauen. Und vielleicht entdeckst du dich in einer vielleicht auch nicht. Es gibt sicher auch noch mehr als die drei. Und die eine Reaktion sind so, das ist der Mitläufer. Oder die Mitläuferin, könnte man auch sagen. Es ist die, wo, wenn es gerade spannend ist, oder du bist so ein bisschen am Fest, machst Party und jetzt hörst du, da läuft etwas, da kommt ein spezieller Gast. Ja, komm, wir gehen schauen, ich bin dabei, super. Wie vielleicht einen coolen Gottesdienst, oder wo man hat, oder irgendwie mal ins Camp gehen, in die Kirche, das ist cool. Und wir wollen mal schauen, was da läuft. Und da hat es geheißen im Vers 18, deswegen liefen Jesus auch so viele Menschen entgegen. Warum? Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Das ist spannend. Sie haben etwas gehört, da gibt es, glaube ich, einen Gott. Der Jesus, der ist mehr als so ein normaler Mensch. Er hat kurz vorher hat er einen Mensch vom Tod erweckt, den Lazarus, der hat neben Jerusalem gewohnt. Es hat sich umgesprochen. Hey, spannend, komm, wir gehen mal schauen. Ich meine, das Fest findet eh noch nicht statt. Jerusalem haben wir schon gesehen. Gehen wir mal schauen, wer das ist. Und ich denke, so geht es ja vielen auch im Leben. So, mir ist es früher auch so gegangen, als Teenie. Ich habe irgendwie, oder auch als junger Mensch, ich habe gedacht, der Gott, der gibt es schon, der spielt der irgendwo in meinem Leben, ist dann also, spielt der so eine Rolle. Aber er ist sicher nicht der Regisseur in meinem Leben. Der, der mich leiten darf, der mitten in meinem Leben ist. Und man läuft so ein bisschen mit. Vielleicht, wenn es einem gerade passt, wenn es gerade spannend ist, dann gehe ich schauen. Wenn gerade die Mehrheit dafür ist, bin ich dabei. Aber wenn es dann brenzlig wird, wenn es etwas kostet, wenn es vielleicht einmal würde heissen, die Wahrheit zu bekennen oder zu der zu stehen, wird es ein bisschen unbequemer. Und ich denke, so ist es auch denen gegangen. Weil interessanterweise, ich habe es schon vorher gesagt, eine Woche später, wo Jesus angeklagt wird und er sagt, ja, ich bin Gottes Sohn, ich bin der König, der die Welt retten soll, da findet man plötzlich nicht mehr die Masse, die da aus Jerusalem rausgeht und ruft, gelobt sei Gott und du bist der King, sondern es ist ruhig geworden. Im Gegenteil, die Mehrheit der Leute schreit nachher ans Kreuz mit ihm.
Das ist eine Variante, Mitläufer sein, aber es kann sich auch ziemlich schnell ändern. Und ich glaube, es ist nicht das, wo wir wirklich gecheckt haben, wer Jesus ist, wo wir ihm wirklich die Ehre geben für das, was er ist. Und eine zweite Möglichkeit ist, dass wir ihm sogar findlich gegenüber eingestellt sind. Findlich, vielleicht sogar gleichgültig, findlich. Und so ist es eigentlich der Pharisäer gegangen. Da heisst es, das war so eine Gruppe, wo so die besonders Gesetzlichen waren. Sie haben gemeint, wir wissen genau, was die Wahrheit ist, oder? Wir haben alles gecheckt. Wir machen die Regeln und du musst so, wenn du nicht so in die Kirche kommst, wenn du nicht unsere Regeln befolgst, dann gehörst du sowieso nicht zu uns, oder? Wenn du nicht die Haarlänge drehst, die wir sagen, oder die Kleider oder die Regeln, dann gehörst du nicht dazu. Und Jesus hat das gestretched. Er hat sie herausgefordert. Und im Vers 19 heisst es, nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Also quasi so, sie haben so ein bisschen, man könnte sagen, so ein bisschen Friedenspolitik gemacht. Sie haben gesagt, ja, komm, wir lassen dem ein bisschen gewähren. Da werden schon nicht viele ihm nachfolgen. Aber jetzt kommt er da, hat seinen grossen Auftritt. Und sie sagen, das geht nicht mehr. Alle Welt rennt ihm nach, jetzt müssen wir etwas machen. Und sie fangen da Pläne schmieden. Hey, wie könnten wir den Jesus weg vom Fest bringen? Wie könnten wir die Wahrheit canceln? Und dann gibt es noch eine dritte Option. Das ist, ich würde dem sagen, Mäntel und Zweig. Was heisst das? In einer Parallelübersetzung oder einer Parallelgeschichte von der Johannes, vom Johannes-Evangelium, da heisst es folgendes, Matthäus 21, viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Leute haben eigentlich etwas mega Starkes gemacht. Sie haben ihre Kleider als Teppich ausbreitet. Und du musst dir vorstellen, was das geheissen hat, ist ja einerseits ihre Kleider, das ist nicht wie heute, wo man einen Kleiderschrank hat mit, ja, was lege ich heute da? Gucci, Armani, nein, Scherz, vielleicht H&M oder was auch immer du in deinem Schrank hast, Fairtrade-Kleider, oder? All deine Kleider. Das ist für uns eigentlich, können wir vornehmen, wegtun. Das ist jetzt nicht, hat schon etwas mit unserer Identität zu tun, aber es ist ein Gebrauchsartikel. Aber früher hast du vielleicht deine zwei, drei Gewänder gehabt, nicht unglaublich viel. Und es ist auch noch mehr, ist heute auch noch ein Statussymbol, aber nicht noch mehr früher. Was habe ich an? Was trage ich? Hast du vielleicht den einen Mantel gehabt, den du immer angehabt hast? Und sie legen den Herren, ein Stück weit ist das Bild für, hey, ich lege meine Identität, das, was ich denke, macht mich cool und stark, lege ich an und du sogar Jesus zu Füßen legen. Sie haben ihm den Weg bereitet, dass er reinziehen konnte in die Stadt und haben sozusagen auch ihre Herzen für ihn geöffnet. Und ich denke, das ist eigentlich die einzige angemessene Reaktion oder die richtige Reaktion auf die Wahrheit. Nicht nur einfach Mitläufer sein, nicht Find sein und sogar dagegen sein, sondern der Jesus willkommen heißen, die Wahrheit willkommen heißen und merken, wie die Wahrheit mir Orientierung gibt, sein Wort, seine Bibel anfangen zu lesen, wie mir die Orientierung gibt und so mit ihm unterwegs sein in meinem Leben. Und was das ganz konkret kann bedeuten, wenn wir unser Herz öffnen für das Wort von Gott, sozusagen für Jesus selber, aber auch für das, was er gesagt hat, für die Bibel, das wollen wir jetzt im zweiten Teil des Abends hören. Und zwar bitte ich mal mit einem Applaus auf die Bühne den Rolli und den Peter. Genau. Ja, was das Flugzeug mit dem Ganzen zu tun hat, das erfahren wir dann noch am Ende. Herzlich willkommen, das ist der Peter, das ist der Rolli. Schön, dass ihr da seid. Wir haben schon länger mal gesagt, dass wir euch gerne bei uns haben wollen. Und du hast da auch noch so ein Banner mitgebracht, Peter, der Gideons International. Erzähl uns doch mal, was hat das mit dem Thema zu tun, was hat das mit der Bibel, mit dem Wort Gottes zu tun und was machst du eigentlich gerade genau in dieser Arbeit? Jawohl. Also, zuerst möchte ich ganz herzlich danken, dass wir hier die Gelegenheit haben, die Arbeit von der Gideons International vorzustellen. Ich selber und meine Frau Judith sind hier in der Gruppe Bülach beheimatet.
1899 haben sich zwei Geschäftsleute in der Nähe von Nashville in einem Hotel getroffen. Beide haben ein Zimmer gebraucht, aber es hat nur noch ein Zimmer gehabt. Und man hat sie dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, das Zimmer zu teilen. Das wäre heute vielleicht ein bisschen schwieriger. Und das ist dann aber gemacht worden. Und die haben dann beide gemerkt, dass sie ja, Christen sind. Und beide haben in der Bibel gelesen. Das war eigentlich die Geburtsstunde von der Gideon. Sie haben nämlich beschlossen, dass sie das Wort Gottes an möglichst vielen Orten, wo Menschenströme sind, verteilen. Mittlerweile sind Gideon sie 190 Länder und Regionen mit 280'000 Mitgliedern tätig. In der Schweiz sind es etwa 600 Leute. Wieso machen Gideons das? Wir berufen uns auf den Jesajas, wo es im 55. Kapitel, Vers 11, heisst, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern dass es Frucht bringt. Wir verteilen die Bibel in Spitäler, im Militär, in Schulen, auf dem Trottoir. In die Schulen können wir leider nicht mehr. Früher war das noch möglich. Dann in Arztpraxen. Und vor allem können wir die auch persönlich im Kontakt mit Leuten verteilen. Und da gibt es ungezählte Möglichkeiten natürlich. Wichtig ist noch, wir Gideons, wir möchten natürlich keine Konkurrenz sein zu den Kirchen. Wir sind alle auch beheimatet in einer Kirche. Wir gehen jetzt in die Landeskirchen in Steinmauer, andere gehen in die freie Kirche. Wir verstehen uns mehr als den verlängerten Arm von diesen Kirchen. Ich könnte euch natürlich jetzt die längste Zeit so ein paar Zeugnisse sagen, wie von dem Drogendealer, der bei einer Schulverteilung den Karton mit Bibel geklaut hat, wo Gideons deponiert haben auf dem Trottoir. Und die verteilt hat an seine Kollegen. Nach einer Weile sind dann immer mehr zurückgekommen und haben gesagt, also du, der Stoff, den du uns gegeben hast, der ist also viel besser als der, den wir gespritzt haben. Und so sind etliche zum Glauben gekommen. Ein bekannter Mafiose in New York, der im Gefängnis zum Glauben gekommen ist und jetzt eine grosse Gemeinde hat. Aber auch ein Mann, den ich persönlich kenne, der sich das Leben nehmen wollte, ein Hotel mit dem Gewehr. Und wo der Schuss nicht abpisst. Dann hat er, ist ihm der Blick auf die Bibel gefallen. Er hat sich dürfen bekehren und ist jetzt als Evangelist weltweit unterwegs. Aber es ist natürlich immer viel persönlicher, wenn man von jemandem ein Live-Zeugnis hört. Und darum freut es mich, dass der Rolli da ist. Und er wird jetzt euch ein bisschen erzählen, was er erlebt hat. Guten Abend miteinander. Ich möchte zuerst noch aus dem 1. Johannesbrief, heisst es im Vers Kapitel 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe zum Heiland treibt sie aus. Und ich liebe das immer, vorher zu sagen, weil wir sind ja von Grund auf immer ein bisschen nervös. Und das tut wohl, dass er mich ruhig machen kann und dass ich euch meine Lebensgeschichte erzählen kann. Es hat angefangen eigentlich in der Schule. Ich war schon relativ ein grosser Kerl und schon mit älteren Gruppierungen zusammen. Und durch das eigentlich schon gleich Gruppen gekommen, wo wir sehr viel Alkohol konsumiert haben, wo wir gepafft haben. Und einfach ein bisschen ein Dorfschreck schon. Und das ist dann weitergegangen eigentlich in der Lehre. Ist das dann noch aggressiver geworden? Ich durfte Verkäufer lehren, Fässchenbauer. Ich hatte dann nur mit Wein zu tun gehabt. Dort ist dann so weit gegangen, dass ich sogar hier in Bülach, hat früher noch Hirsche geheissen, da unten, teilweise mit Rockergruppen zusammen gsi. Dann haben sinnlos Köpfe geschlagen, Brutalität. Dann ist das noch weiter gegangen, als ich dann 28 war. An einem Samstagabend, am 17. Dezember. Also zuerst bin ich vorher noch daheim und 7 Dezi schlucken. Dann bin ich noch die Schadl in der Braue gsi, eine Flasche Boniak habe ich noch getrunken. Und dann habe ich noch auf Fisibach in Bären. Und dann bin ich mit meinem VW Scirocco zu Rat oben runter, die letzte Birke links von Weyach, beigeschlafen. Und mit, sie haben es dann ausgerechnet, ca. 130 km/h. Bin ich in eine Birke getonnert, hatte ich 18 Frakturen gehabt im Gesicht, also vom Jochbein, weil ich nichts mehr gehabt habe. Da ist alles, wir können umschieben. Und dann haben sie in einer 15-stündigen Operation, 3 Kippen, 5 Leute, haben sie mich wieder zusammengeflickt.
Und dann nach 3 Monaten, als ich eigentlich wieder ein bisschen zu weh war, bin ich nochmal in Alkohol reingefallen. Bin nochmal reingefallen. Und dann hat es geheißen, ich komme noch in die Nachbehandlung hier zu Neri, um alles abschliessen. Da zum Peter Steiger, soll ich mich dort mal melden. Dann bin ich dort mal eingekehrt. Und das zweite Mal, als ich dann bei ihm war, hat der Dökti, der Peter, den Mut gehabt, weil ich, meine alte Natur ist dann also, das war dann schon etwas Gröberes gewesen. Und dann hat er den Mut gehabt, das mal ein Büchlein für zu krabbeln und gesagt, wenn sie so weiterleben, dann geht das nicht mehr so lange. Und dann, meine alte Natur hat sich dann wirklich gewehrt ihm gegenüber. Aber Gott hat es da schon geführt, anscheinend. Ich habe das Büchlein heimgenommen. Und dann eine Woche später, wollte ich am Samstagabend, nein, das war ein bisschen länger, dann, am Samstagabend, am 20. Mai, wollte ich in den Keller runter, Wein holen. 1989, Samstagabend, 20. Mai, wollte ich gehen Wein holen. Und da führt mich der Herr am Tück dieses Büchli. Hat da in aller Ruhe an einem Tischli im Johannes-Evangelium, der 4. Vers, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht für die Menschen. Wenn ihr euch das vorstellen, Gott ist zu mir gekommen. Ich bin nicht zu ihm. Ich habe nichts mehr zu verlieren, ein Alkoholiker und alle sind mir weggelaufen, keine Kollegen. Gott kommt zu mir. He? Ich habe nicht einmal geschrien, wie es in den Psalmen heisst. Der Vers ist seit 34 Jahren mein Begleiter, natürlich nicht nur der Vers. Aber ich will einfach von dem weg, muss ich noch sagen, so viele Leute, die schräg laufen, gebe ich heute nicht auf. Weil wenn Gott eingreifen kann und ein Mensch völlig leer ist und er sich breit machen kann, dann geschehen Wunder. Viele Leute, die heute mit mir zu tun haben, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann kommt da noch gleich die Frage. Da kommt noch gleich die Frage, ja, ist das möglich, dass du mal reingeschlagen hast? Und ich kann noch sagen, in der Braue haben mal 2 Christen zu Nacht gegessen. Und die haben, als ich dort rumoren, haben der eine zum anderen gesagt, du glaubst, so einen findet nie zum Glauben. Und der ist einer von dort, die hier rumlang sind. Ich durfte dann dort mal ein Zeugnis geben und der hat mir das nachher gesagt. Und dann, ja, das bewegt mich. Und ihr müsst einfach wissen, ich lebe heute noch nur durch Gnade. Das hat schon angefangen im Hauskreis beim Peter. Ich berichte nur von Gnade. Viele Leute bitten da viel, aber ich weiß gar nicht, wann ich zu bitten habe. Das ist so ein riesiges Geschenk. Nicht? Und ich habe dann eigentlich in meinem alten Ort, wo ich früher der Haudegen war, bin ich als Kaffeetante zurück. Das waren ganz interessante Momente, vor allem der Heuschober Bülach, vor etwa 30 Jahre, als ich als der Kaktus, das war mein Name, wieder erschienen bin als Kaffeetante und konnte dort berichten. Und ich habe ihnen nie gesagt, ihr müsst. Das war das Interessante. Die akzeptieren mich auch heute noch, die den Weg noch nicht gefunden haben. Das sind zwar leider teilweise Sozialwellen, wirklich arme Hageln. Aber ich bin auch gefragt worden vom WC, aus hat mich mal gefragt, bist du bei den Stündler? Hä? Stimmt das? Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt schau mal, was sich da verändert hat. Du siehst mich, hast mich jetzt kennengelernt. Ich will nichts mehr aufgeben von dem, was ich eigentlich durch Gottes Gnade bekomme. Und das war manchmal eindrücklich. Die haben gar kein Wort gefunden. Also Gott tut Wunder. Und ja, so hat sich, jetzt bin ich eigentlich 34 Jahre am Aufbauen. Vorher habe ich 28 Jahre abgebrochen. Und das ist riesig. Ich arbeite heute einen Job in der ganzen Schweiz, wo wir Werkräume einrichten. In der Schule und darf Holzkurs geben mit den Leuten. Und ja, das ist etwas Wunderschönes. Und das ist noch etwas anderes. Ich habe privat noch ein Werkstättchen. Vor 10 Jahren hat mir der Bub, der Joshua, gesagt: Papi, ich habe genug Elefantli gesagt. Ich gehe nur noch am Flughafen. Ich bin Flugzeugfan. Und dann hat mich das so bewegt, dass ich es eigentlich Gott auch angelegt habe. Und ich viel gefragt habe: Könntest du mir nicht die Möglichkeit schenken, vielleicht mit den Farben der Hölzer etwas zu bauen, dass ich den Joshi wieder in die Werkstatt holen könnte? Und dann hat das ganz fein angefangen, mit eckigen Modellen, und er ist wieder gekommen, oder? Und dann haben wir, das hat mich so bewegt, dass ich in der Tiefe das verfolgt habe. Wir haben vor einem Jahr mal auf dem Internet noch geschwind ein bisschen präsentiert, habe alles abgebrochen. Ich habe so eine Unruhe im Herz, das ist dann nicht mehr Hobby. Der halbe Globus hat Freude an unseren Flüger. Und jetzt machen wir selber Ausstellungen, man kann schon auch nicht einen haben. Man konnte keine Werbung machen heute. Ich wollte euch vor allem sagen, ich bin teilweise gar nicht weitergekommen. Ich habe es angelegt, wenn ich auf dem Sofa liege, ich habe keinen Fernseher, träume ich von Holzfarben und immer das, was mir Gott schenkt. Und wenn ich jetzt heute in der Ausstellung stehe, dann spüre ich es, dass er mir es über Kopf und Hand geschenkt hat, weil ich staune selber, was ich da einfach, das ist, ja.
sind mega schön, die Flüge. Schau mal. Wow, einen kleinen Zwischenapplaus. Dürfen wir nachher bestaunen. Und vielleicht noch zum Abschluss etwas, ich das noch gerne vergleichen. In dem Chaos, in dem ich war, in dieser Verlorenheit, ich bin nachher viel auf Trigi. 30 Mal im Jahr, Gott hat mir dort ein Örtchen gezeigt. Ich bin so viel dort tun und habe einfach gedankt, dass ich irgendwie Nachholbedarf hatte in meinen finsteren Zeiten. Und da habe ich immer, wenn wir ein Nebelmeer hatten, wenn ich dort daraus rausgekommen bin, das vergleiche ich ein bisschen mit dem Abend, den er mir hier geschenkt hat, mit dem Bibelvers, den er mir zu sich geholt hat. Zuerst siehst du die Scheibe, hey, und nachher siehst du, das kann man ja mit Wort nicht sagen. Er hat mir auch vielmals auf dem Gipfel oben, ich weiß es nicht, ob ich das schon erlebt habe, ein Stückchen Ewigkeit gesehen habe. Und dann kann er nicht mehr in der Mitte, kannst du mit Wort nicht sagen. Aber ich kann, ja, das ist das, was ich noch will. Das ist ein schönes Bild. Ist ein schönes Bild, finde ich, mit dem Nebel, oder, wo man drin steckt, wo man es nicht sieht. Und du beschreibst, dass jetzt die Wahrheit, Jesus, die dich getüpft hat, das Bibelwort, wie so aus dem Nebel rausgenommen hat, dass du das Panorama gesehen hast, ja, frei geworden bist. Aber was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, vielleicht kannst du noch mal dort einhaken, hast du wollen Wein holen und hast den Bibelvers gelesen. Kannst du noch etwas zum genau sagen? Was ist denn genau dann passiert? Also bist du von einem Tag auf den anderen nachher nicht mehr alkoholsüchtig gewesen, oder hast du plötzlich gewusst, Jesus ist die Wahrheit? Oder, ja, das, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja das Wunder, das habe ich gesagt. Er ist zu mir gekommen, weil ich habe ihn eigentlich nicht gesucht habe. Und mit diesem Wort hat er mir schon etwas kundtun. Das hat mich so bewegt. Ich war ja stark depressiv, und Peter starke Medikano. Das ist so wie Kügelchen durch den Kopf durch, und ich habe einfach gespürt, da lasse ich nicht mehr los. Oder? Und ich habe noch nicht geschnallt, dass Jesus für all meine Sündenlast gestorben ist. Ich habe das mitgenommen, bin dann wieder zum Töckchen mal dort und habe ihm dann berichtet, seit ich dein Büchlein gelesen habe, sauf ich nicht mehr und rauche nicht mehr. Das ist hier Freude gehabt, Peter, gefragt. Und dann nachher ist eben die Rigi-Zeit gekommen, wo ich dann wirklich einen ganzen Tag auf dem Dossen oben gesessen bin. Gott aufgenommen haben. Das sind Zeiten, die oder im Marchatal einmal eine Woche mit dem Bus allein, ohne mit Menschen zu reden, den Jakobusbrief gelesen. Und das sind dann Momente, wo ich für mich, ich habe nicht viel Tränen in den Augen gehabt, aber ich habe Zeiten gehabt, wo ich, ja, die Liebe, ich meine, wo er am Kreuz gehangen ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich bin mal ein Gegner von ihm. Ich habe in der Reblaube nun der Heilsame Bierdeckel an den Kopf geschossen, wenn die gekommen sind. Das ist das Wort Gottes, das war für mich grausam gewesen. Und die Liebe, wenn so eine kaputte Typen, die gegen sein Reich arbeiten, die Herrlichkeit erlangen, das sind dann schon Momente gewesen. Also, ja, noch heute, das soll jeder bewegen. Das ist, ja. Wie ist das gewesen, eben mit dem Alkohol? Und, ist das nachher noch weitergegangen oder hat das gehört? Als ich dort nicht mehr in den Keller runter bin, der Vers in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht für die Menschen, ist das grosse Geheimnis gewesen, was wirklich Gott tun hat in mir. Sein Wort hat sich breit gemacht und hat dahinter stecken ausgefüllt. Ich hatte keine Entzugserscheinungen, ich hatte keine Lust auf Alkohol, auch heute nicht. Ich mache auch noch ein bisschen Musik. Ich habe manchmal rundherum, wenn die Leute ein bisschen hoch haben, das Gefühl, sie müssen aufpassen mit mir, aber ich bin wahrscheinlich, so Gott will, dass ich vielleicht mit dem Zimmermann von Nazareth dann da oben, ich weiß es auch nicht, den kann man vielleicht. Ja, ich bin so oder so, ich habe ein bisschen Bezug zu Jesus. Ich meine, ich habe Küfer gelebt, Fässli-Bauer, bin heute noch mit Holz. Und der Zimmermann von Nazareth, wir wissen halt noch nicht genau, wie die Herrlichkeit sein darf, aber vielleicht ja, fliegen die Späne gleich einmal. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, finde ich auch ein starkes Bild. Du hast gesagt, du bist wie in einer Depression, in der Dunkelheit. Du hast jetzt ein paar Sätze noch gesagt, wirklich erfinden eigentlich vom Wort Gottes. Und irgendwie der Satz, dass in ihm das Licht war, das war für dich wahrscheinlich auch wie eine starke Hoffnung. Wow, da gibt es ein Licht, ich muss in der Dunkelheit bleiben. Habe ich das richtig so verstanden? Ich sehe, du suchst wirklich ganz genau, was dort der Punkt war. Aber das Geheimnis vom Wort Gottes ist, ich glaube, im Anfang stand noch das Wort des Lebens. Ich habe noch nicht so viel geschnallt, dass es hell wird, aber das Wort des Lebens. Darum denkt daran, wenn ihr irgendwann mal einen Hinweis gebt, es kann manchmal ein Satz sein,
wo ein Mensch völlig bewegt, der schnallt das Zeug noch nicht. Aber das Wort des Lebens, das ist, also ich staune viel in den Psalmen steht, und ich schrie zu dem Herrn und ich muss immer wieder sagen, ich hocke im Stübli und der Schöpfer aller Dinge kommt vorbei. Gott hat dich erreicht. Mega cool. Danke vielmals, Roli. Ja. Komm, wir geben doch diesen zwei einen grossen Applaus. Danke vielmals. Ich denke, sie sind nachher auch noch ein Moment da. Man darf sicher den Flüger, der wirklich sehr schön ist, noch bestaunen und vielleicht auch noch Rückfragen stellen. Und auch der Peter wird noch hinten sein, als im Stand, gerade beim Ausgang, und hat auch noch Informationen dabei zu seiner Arbeit, wie er eben gerne die Bibel verteilt. Wir haben jetzt gerade eine Geschichte gehört, was passieren kann, wenn man eine Bibel verteilt. Und da wird er auch weiter Auskunft geben und kann die Arbeit unterstützen. Und ja, mich hat das bewegt, was du gesagt hast. Ich habe das nicht gewusst, die Rolle von deiner Geschichte, dass du auch so, ja, wirklich ein Find gewesen bist, auch vom Wort Gottes, wie du selber gesagt hast. Das hast du gehasst, wie du gesagt hast. Aber es ist noch cool, selbst zu jemandem hat Gott können begegnen und ihn verändern. Und ich denke, wenn wir jetzt in die Karfreitagswoche reingehen, auf Ostern her, überleg dir mal, wo stehst du? Vielleicht bist du nicht Find, vielleicht bist du Find, ja. Vielleicht bist du auch ein Find wie der Roli. Vielleicht willst du anfangen, das Wort Gottes lesen und prüfen, was sagt er wirklich zu mir. Entdecke ich ihn auch als die Realität, als die Wahrheit, die mein Leben verändern kann. Vielleicht bist du aber einfach mehr gleichgültig, wie so ein Mitläufer. Oder ein bisschen gleichgültig, mal so, mal so. Aber hey, ich sage dir, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist so packend, wie wenn du aus dem Nebel rauskommst und das Licht anfängst zu entdecken, wenn du zu Jesus kommst. Prüf es. Bis mehr als ein Mitläufer. Bis einer, der seine Kleider anlegt, der sagt, ich will mit dir gehen, der wieder Peter sich brauchen lässt und sagt, hey, ich will das Zeugnis sein, ich will das Wort Gottes weitergeben, ich lasse mich brauchen. Vielleicht bist du Arzt, vielleicht bist du Pflegefachfrau, vielleicht bist du Lehrerin, Lehrer. Dort, wo wir sind, können wir einen Unterschied machen und ein Licht sein für ihn. Und die Band kann langsam auf die Bühne kommen und vielleicht nehmen wir uns gerade einen kleinen Moment noch von der Ruhe, wo du dir überlegen kannst, hey, ich habe ja gesagt, das ist auch ein Bild, die Kleider, den Mantel, wo die Leute Jesus angelegt haben, für Sachen, die sie ihm hergelegt haben. Sie haben auch sozusagen etwas von ihrem Guten Jesus angelegt, dass er in ihr Leben oder in die Stadt Jerusalem kommen konnte. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, hey, das möchte ich ganz neu heute Jesus anlegen. Vielleicht eine Sorge, die du hast, ein Thema, das dich beschäftigt. Aber auch etwas, wo dich wie, wo du merkst, hey, das will ich ihm gar nicht hergeben, das will ich immer noch selber behalten. Die Sucht oder das Thema, das du ganz neu ihm willst, zu Füßen legen. Mach einfach einen kleinen Moment von der Stille, wo du darfst Jesus fragen, hey, wo stehe ich? Bin ich Mitläufer? Bin ich Find? Bin ich einer, der seine Kleider herleitet und ihn will in meinem Leben empfangen? Wir gehen jetzt in eine Zeit von ein paar Songs, die wir zusammen singen. Und was die Leute ja gemacht haben, als Jesus gekommen ist, sie haben gesagt, gelobt sei der, der kommt. Sie haben ihn angebetet, den König. Und in den nächsten vier Liedern werden wir das auch machen. Und das kann auch eine Form sein, wie du kannst dein Leben ihm herlegen. Einfach zu ihm anfangen zu singen, zu ihm beten. Lass uns doch zusammen aufstehen, ich bete noch. Und dann gehen wir in eine Zeit, wo wir einfach ihn anbeten, ihn gross machen für das, was er tut. Komm, wir stehen zusammen auf. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen. Danke sagen, dass du da bist, gerade heute Abend. Nicht nur dort in dem Keller oder dem Ort, wo der Rolli war, sondern auch jetzt gerade da. Dass du uns suchst, dass du Mensch geworden bist und dass du gekommen bist zu uns und auch an unser Leben willst anklopfen, willst uns begegnen. Und du siehst gerade, wo jeder Einzelne von uns steht, ob wir vielleicht gar noch nie über dich gehört haben, ob du uns egal bist, ob du uns Stress bist, ob wir einfach manchmal ein bisschen mitlaufen. Aber du rufst uns dazu, wirklich dir nachzufolgen, mit dir unterwegs zu sein, mit dir wieder Rolli, uns mal zurückzuziehen und dein Wort lesen, den Ort haben, wo wir mit dir Gemeinschaft haben können, wo wir deine Stimme hören können. Und ich bete, dass wir so Leute sein dürfen, die dich ganz tief kennen, die dich lieben, die wirklich Nachfolger sind, nicht nur Mitläufer.
Und danke dürfen wir einfach jetzt auch eine Zeit, wo wir dich anbeten, wo wir dir zusingen, dir Danke sagen. So wie es uns gerade passt, auf unsere Art, leislich oder laut, dürfen dich anbeten und dir Danke sagen. Amen.